Jo Leute, was geht ab? Aber wir haben Standard willkommen zu einem neuen Video hier auf Minecraft Start auf dem Hauptchannel. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sitzen gerade hier auf der Couch, Leute. Ihr wisst, ich bin immer am Arbeiten, immer am Hasseln und ich brauche Kartoffeln. Leute, wir müssen auf jeden Fall uns wieder nach vorne bringen mit den Walen. Ja, wir müssen uns darum kümmern. Ich muss überlegen, wer was brauchen kann. Oh, hier ist unsere Kuh. Gisela, wie geht's dir? Oh, guck mal, Leute, die sagt so... Oh, was? Habt ihr das gehört, Leute? Ihr gesagt, ihr sollt liken und abonnieren, wenn ihr Bock auf mehr Minecraft-Chat habt. Okay, Leute, auf Gisela hören wir alle. Lasst ein Like und Abo da. Und ich würde sagen, wir setzen uns erstmal hier ran. Und, Leute, Flauschi und Kian sind online. Und Kian ist gar nicht mal schlecht, weil mit dem habe ich schon gar nicht drüber geredet, dass ich derjenige werden will, der Präsident ist, Leute. Aber um Präsident zu werden, muss ich natürlich herausfinden, was meine Bürger sich wünschen. Und dafür gehen wir Buch und Feder kaufen, um natürlich jeden eine Nachricht dazulassen, Leute, ja? So, wir gucken mal ganz kurz. So, wir fahren hier mit Vollspeed durch. Wir müssen Buch und Feder kaufen. Das können wir natürlich drüben im Shop kaufen. Ich habe auch gehört, Candy ist ja weg, Leute. Das heißt, wenn Candy weg ist, kann ich eigentlich ohne Gedenken oder ohne Bedenken, in die Stadt gehen und mir Sachen holen. Ja, also ich kann hier ganz normal, easy peasy. Ich würde auch sagen, Leute, vielleicht gehen wir jemanden, der noch nichts hier hat, den Juwelier. Boah, da habe ich eine gute Idee, Leute. Wirklich, ich glaube, da werden wir Russik, wenn wir den Juwelier schenken, dass er sich hier festigen kann, ja. Ich glaube, Russik ist der einzige in Minecraft-Stadt, der weder ein Geschäft noch wirklich hat. Das Einzige, was er hat, ist ein Haus. So, oh, wir sind wieder zu weit gefahren. Und ich war mal gewohnt, dass hier das Fahrzeug ist, was am nächsten ist. So, Achtung. Wählt Amir zum Präsidenten. Ja, Leute, das war eigentlich ganz gut, weil man guckt natürlich mal ganz kurz auf Money. Wir haben noch 928, weil wir haben uns einen neuen Frachter gekauft. Den kann ich euch gleich zeigen für diejenigen, die nicht... Wir kaufen uns ein paar Dings. Okay. Hallo, lieber Russik. Wie du weißt, möchte ich zum Präsidenten kandidieren. Um zu zeigen, dass ich wirklich nur das Beste für die Bürger erreichen will, wollte ich dir helfen, Fuß in der Stadt zu fassen. Hiermit überreiche ich dir den Juweliershop. Dort kannst du Diamanten, Eisen und Gold verkaufen. Bitte sieh dies nicht als Grund, mich zu wählen, sondern zu erkennen, dass ich jedem helfen möchte. Dein Amir. Von Amir. Mein Versprechen. Versprechen. Leute, wir haben nun das signiert für Russik. Ich möchte auch vielleicht was für Max machen. Und zwar, Leute, viele werden jetzt wahrscheinlich zu mir sagen, Amir, was du machst, ist nicht schlau. Amir, warum machst du das? Dir geht viel Geld verloren. Lieber Max, da ich ja zum Präsidenten kandidieren will, muss ich leider meine Partnerschaft für die Chicken Farm beenden. Hiermit überschreibe ich dir alle meine Rechte an der Firma komplett kostenlos. Ich möchte als Präsident nicht an Firmen beteiligt sein, um unabhängig zu sein. Ich will das Beste für die Bürger erreichen. Oh, Leute, was schreiben wir noch? Okay, wir geben ihm alles rüber, kostenlos. Trotzdem solltest du trotzdem Hilfe gebrauchen. Melde dich jederzeit bei mir. Ich versuche alles, um ein gerechter Präsident zu werden. Mein Freund. Signieren von Amir. Versprechen. Leute, wir werden nun hier das Versprechen an Max. Haben wir durchgegeben, Leute. Hiermit haben wir die Chicken Farm komplett aufgegeben. Wir haben
unser Juwelier, aufgegeben. Und was soll ich sagen, Leute? Alles das, um präsent zu werden. Leute, Kian hat mir gerade eben geschrieben. Hey, Kian. Ich bin in der Stadt. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Leute, ich hab was für dich. Okay, Leute. Mit Kian müssen wir auch reden, dass ich zum Präsidenten aktuell kandidiere. Und ich muss nur noch Candy herausfordern. Hallo? Da ist er doch. Hey! Was geht ab, Bro? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Oh. Amir, guck mal, wir haben doch so ein kleines Thema bei uns beiden, wer das bessere Aim hat und so, ne? Wir wollen ja auch CSGO und hast du nicht gesehen machen, richtig? Ja. Da habe ich mir gedacht, ey... Ah, ich habe eine Überraschung für dich. Du brauchst auf jeden Fall ein Bett. Hast du ein Bett da? Gerade nicht hier, aber ich bin gerade meine Präsidentschaftswahl am Vorbereiten. Oh, du bist Präsident? Ich wähle auf jeden Fall für dich. Komm aber trotzdem mal kurz mit. Ja, okay. Komm mit. Was hat der vor? Wir haben ein bisschen Discord rumgespielt. So. Du bist runtergegangen, ne? Genau, komm in meinen Keller, mein Junge, denn ich habe etwas für dich. Und zwar kriegst du heute von mir was richtig Geiles, Bro. Und zwar dein erstes offizielles Bett. Ich hab Betten. Ja, aber das Bett hat eine besondere Aufgabe. Und die erkläre ich dir jetzt. Und zwar ist das Bett für die Battles. Weißt du, was die Battles sind, mein Freund? Was für ein Battle? Also, dann warum? Komm mal mit, mein Junge. Komm mit. Was hat der vor, Leute? Hast du genügend zu essen bei dir? Ja. Alles klar, dann komm mit, mein Aber hier habe ich schon meine Präsidentschaftswahl vorbereitet. Was willst du jetzt für ein Battle machen? Bro, komm einfach jetzt mit. Was ist denn? Du wirst die Zeit... Was ist denn los? Gar nichts. Ich will einfach dir was zeigen. Siehst du das da oben? Cobblestone. Das ist die offizielle Arena der Battles. Die wurde frisch gemacht. Die ist noch nicht komplett fertig. Aber wofür? Komm, wirst du gleich sehen. Okay. So. Was hat der vor? Und zwar, mein lieber Freund, bitte ich dich, dein Bett jetzt hier zu platzieren. Einfach hier. Dazwischen. Jetzt drücke mit der rechten Taste auf dein Bett. Ich weiß nicht mehr wieder. Kian, ich spiele länger Minecraft als du. Hast du es gemacht? Ja, aber dafür, guck mal, weil ich Minecraft besser kenne. Ja, ich hab's gemacht, aber da ich ja Minecraft besser kenne, weiß ich, dass auch ein Bett ausgereicht hätte, weil wir beide uns da draufklicken können. Ja, ich weiß. Aber es ist einfach geiler und wird schneller gehen. So, jetzt bitte ich dich, erstmal nimm deine Pistole raus. Okay. Und jetzt drück mal Y. Ja. Und nimm mal bitte deine ganzen Attachments da raus, denn ich habe sowas nicht. Und jetzt bleibst du hier. Oh, du hast eine Eisenrüstung an. Ja, die zieh ich natürlich aus. Auf jeden Fall. So, ich gehe auf die andere Seite, platziere mein Bett. Und dann? Ja, was hat der vor? Will der sich jetzt hier betteln oder was? So, denkst du echt? Ich lass mir das gefallen, dass du sagst, du hast besseres Aim. Wir werden uns jetzt in dieser Arena betteln. 5 Wins insgesamt. Gewinner kriegt $1000. Und das wird die erste Runde sein, wo du mir beweisen kannst, dass du besseres Aim hast als ich. Ja, ich hab gerade nur $700 dabei. Ich hab alles wieder rein investiert in die Stadt. Ja, dann machen wir 500. Aber ich hab wichtigere Sachen zu tun, als um dein Ego zu kümmern wegen Aim-Battle. Das hat nichts mit Ego zu tun, Amir. Ich will einfach rausfinden, wer besseres Aim hat. Und du warte jetzt mal. Mit. Bist du nicht beim Alpha-Clan? Noch nicht. Okay. Warte. Ich mache mit dir Battle unter einer Bedingung. Unter welcher Bedingung? Wenn ich gewinne, darfst du dem Alpha-Clan niemals beitreten. Bro, hör zu. Amir, du weißt die Geschichte noch gar nicht. Gut, dann bin ich wieder weg. Okay. Aber warte, bevor du mich nicht wieder aussprechen lässt. Ich will den Alpha-Clan ausspionieren. Das aber haben schon Max vorher versucht, das Dr. Beck schon vorher versucht, das ist alles immer noch kläglich gescheitert. Du kannst nichts ausspionieren, wo nie kein Plan dahinter ist. Alpha-Stein hat keine Pläne, der ist einfach nur überall am Wirbelwind. Der will nur Chaos anrichten. Aber du weißt nicht, was für Drohungen in mir gesetzt hat. Dann versprich mir, dass du zu meiner Seite stehst, wenn was natürlich, passiert. Natürlich, als angehender Präsident oder egal ob ich gewinne oder nicht, werde ich immer für die Bürger da sein. Free for all, Junge, Amir for President, Amir for President. Okay, Amir. Ich willige ein, aber wenn ich gewinne, darfst du nicht mehr dem Alpha-Clan beitreten. Und du hast meine Stimme gleichzeitig auch versprochen. Okay, zieh die Schuhe aus. Okay. Alles klar. Alles klar, Amir, best of 5. Leute. Ich bin ready, wenn du ready bist. Okay, ich bin ready. Okay, 3, 2, 1 und damit beginnen die Battles. Oh mein Gott. Boah! Headshot!
Headshot Nummer Uno. Alles wieder auf seine Plätze. 1:0 für so. Kian. So, Bruder, guck mal, so machst du einen Headshot. So machst du einen Headshot. Gewinnen. Wir müssen das gewinnen, damit Kian nicht steigt. Okay. Mich kurz heilen? Ah, okay. Bist du bereit für die nächste Runde? Hast du dich geheilt? Ich hab noch ein halbes Herz. Warte, ich esse noch mal kurz. Ich hab Essen dabei, falls du brauchst. Und ich bin fertig. Let's go! Ich mach das, damit du dem Alpha klar nicht joinst! Er hat kein Bett gemacht. Sag mir nicht, er hat kein Bett gemacht. Sag mir nicht, du hast nicht auf das Bett geklickt. Leute, wir müssen den Fight jetzt hier gewinnen, damit er nicht dazukommt. Du hast nicht aufs Bett geklickt. Doch, hab ich, aber irgendwie, weil ich da ein anderes Bett hatte, hat das nicht funktioniert. Doch, ich hatte auch vorher ein anderes Bett. Du musst einmal jetzt rechtsklick draufklicken. Klick drauf! So. Hab ich. Okay. Warte, ich muss da noch kurz... Und er weiß nicht, dass man hier das immer durchsehen kann und nicht immer weiß, wo er ist. Amir, 1-1 steht's. Ja. Wir machen weiter. Bist du ready? Ja. Oh. Geil. Damit 2-1. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht zum Einverklagen gehst. Ah, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wie findest du die Arena schon geil, oder? Was ja, die ist nicht schlecht gemacht. Ja, Bruder. Ich würde nur mal einen Kappelsong anders haben, damit das ein bisschen hübscher aussieht. Ja, aber ist kein Problem. Bro, normal, aber das war jetzt nur auf Schnelle, weißt okay, du? Okay, ich bin ready. Alles klar. 3, 2, 1. Ey! Was ist passiert? Was? Doppel-KO! Nein! Bro! Aber damit hab ich gewonnen! Ich steh 3-2, na, Best of 5! Wir haben gesagt Best of... Nein! Also wer zuerst 5 Punkte hat, meine ich. Okay, okay. Ja, okay, 3-2. Okay. Nee, es steht 3-1, Bro. Nee, du hast schon am Anfang einmal abgeknallt. Ach ja, okay, stimmt, 3-2. Ja, ich will fair bleiben. Okay, bist du ready? Ja. Weiter geht's. Ah! Bam! Okay, 3-3. 3-3, Bro. Oh, das wird spannend. Okay, weiter geht's. Okay, ich bin ready. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Ah! Bam! Gerusht! Ey, Bro. Was denn? Ey, so stark, wirklich so stark. 4-3. Warte, ich muss noch kurz heilen. Oh mein Gott. Warte. Nein, 1, 2, 3. Einmal hast du mich getroffen. Ja, warte, ich muss einmal essen. Okay, ich bin ready. Yo, 3, 2, 1, go. Was? Ey, Digga, bei mir, der wechselt immer irgendwie weg davon. Ja! Yeah! Winner! Warte! Woo! Bro, der zieht immer, ich schieße und der geht auf einmal auf meine Dings. Ja, keine Ahnung. Guck dir das mal später an. Ich weiß nicht. Ja, guck, läuft doch alles. Ja, normal, ich hab verloren mit Herz. Ich meine nur, wenn du das später siehst, Leute. Ich hab dir gesagt, dass ich der bessere Aimer bin. Oh, mit Herz, ich gönn dir das jetzt hier gerade so krass, wirklich. Ich danke dir. Aber ich sag, Retalk, es hat richtig Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht. Das können wir gerne mal wiederholen. Okay, Kian. Ja. Ich will dein Geld nicht haben, aber ich will, dass du auf jeden Fall dem Alpha Clan nicht joinst. Und sollte er nochmal zu dir kommen, komm zu mir. Ich werde dir helfen. Zusammen mir und deinem Aim werden wir Alpha Stein und alle, die dazugehören, komplett auslöschen. Dann müssen wir doch einen Clan gründen, oder was machen wir? Nein, ich kann keinen Clan gründen, weil ich will der Präsident werden. Ich will der Präsident ja werden, damit er Vive endlich wieder zurück in die Stadt kann. Er ist ja aktuell nicht in der Stadt. Ach, das ist das Ziel. Und wer ist der derzeitige Präsident? Ja, derzeitige, der dieses Amt in Anspruch nimmt, ist Candy. Und Candy was? Will. Ja, und Candy will doch Avive bannen lassen. Deswegen bin ich schon mit Avive abgehauen. Also, ich sag dir ehrlich, wenn du irgendwas gegen Candy anstellen willst und da gewinnen möchtest, dann bin ich der Erste, der dich supportet, Junge. Wir reden hier von Candy, mein Erzfeind. Sehr gut. Also, wenn. Ich okay. Bin dabei. Perfekt, gut, weil ich will, dass die Stadt wieder harmonisch wird hier, wo jeder wieder in Frieden leben kann. Bro, ich sagte Retalk, du bist derjenige, der das... Aber ich habe ein bisschen Sorge, was deine psychische... Nein, die hat doch aufgehört, seitdem Candy da keinen Humbug mehr macht. Frag Sue, frag Russik, frag Max, frag Evive. Okay, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Okay, Bro, du hast meine Stimme 100%. Ich danke dir, ja? Ich versuche wirklich das Beste. Okay, Leute. Also damit haben wir wahrscheinlich auch Kians Stimme. Nun müssen wir das rüberbringen, Leute. Das war auch gerade ein krasses Aim-Battle. So, das hat schon Spaß gemacht. Ich sag euch ehrlich,
Giannis hat mir schon gute Dinger gegeben, halt, aber ich habe ihn halt mit Movement auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen überrascht. Manchmal muss man ein bisschen pushen, man darf nicht nur eine Lauer hängen, aber egal. Das ist jetzt natürlich erstmal zweitrangig. Wir müssen uns daran setzen, dass wir jetzt Rustik die Nachricht übergeben. Und ich werde, glaube ich, oh, Leute, Sue bräuchte eigentlich auch irgendwas. Wie können wir Sue weiterhelfen? Sue, was war Sue immer? Leute, Sue hat den Dreizack. Aber der ist ja verschwunden vor langer Zeit. Oh, Leute, das ist wieder dieser komische Wal, Digga, der mir letztes Mal mich kaputt gemacht hat. Aber den lassen wir jetzt natürlich mal lieber in Ruhe. Leute, wir werden jetzt Rustik das vorbeibringen in seinem Briefkasten. Und dann müssen wir uns ranhalten. Leute. Okay, wir könnten ja... Avive, seine Stimme habe ich, glaube ich, so oder so. Weil das Ganze, die ganze Agenda geht ja nur um Avive. Es geht ja darum, dass wir ihm helfen. Okay, Leute, wir tun jetzt in den Briefkasten von Rustik versprechen. Okay, meine Freunde. Nun werden wir das, glaube ich, mal hier an... Das wird, glaube ich, noch nicht wirklich viel gebaut, ne? Nee, es wird, glaube ich, höchstens angefangen. Dem können wir nichts hinterlassen. Dem müssen wir so wiedersehen. Dem werde ich sein Buch dann so geben. Oh, hier ist Flauschi, ne, Leute? Leute, Flauschi vertraue ich irgendwie. Also Flauschi ist, glaube ich, sie wird mir da auf jeden Fall hinten dran stehen. Was glaubt ihr, welcher der anderen YouTuber müsste ich eigentlich überzeugen? Also überzeugen will ich natürlich jeden, Leute. Jeder soll mit Herz und Kusshand mich haben wollen, Leute. Ich will nicht, dass irgendjemand was gegen mich hat oder sagt, nein, Ami kann das und das nicht gut. Und wenn das jemand ist, der sagt, okay, Ami, da vertraue ich nicht, dann will ich ihm gerne das Gegenteil beweisen. Aber ich muss halt wissen, was ist vielleicht etwas, was nicht gut wäre, wenn ich das helfen wollen würde, ja? Der Einzige, der Candy da ist, beziehungsweise die einzige Person, die was gegen mich hätte, wäre Candy. Und Candy ist gerade ja nicht da. Aber Candy hat doch hier auch sein. Ja, hier doch hier. Und ich werde ihm, glaube ich, das machen. Hatte hier irgendwo einen Briefkasten, Freunde. Candy hat hier keinen Briefkasten. Verdammt, Leute. Wir werden aber dieses Buch für Candy machen. Wir werden dieses Buch für Candy machen. Lieber Candy. Hiermit wollte ich verkünden, dass ich zum Präsidenten kandidiere gegen dich. Also in allererster Linie möchte ich mich für das Bedrohen, um Avive zu retten, entschuldigen. Nur leider habe ich keinen anderen Weg gesehen. Avive ist unser Freund und du wolltest ihn bannen lassen. Ich kandidiere, um Avive und alle anderen Bürger, die auch unsere Freunde sind, zu beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass wir zusammen ein harmonisches Leben miteinander führen können. Auch für dich möchte ich eine gute Zukunft erschaffen. Ich hoffe, du siehst dies nicht als Angriff an, sondern eher als Lösung für alle Probleme. Auch für dich werde ich alles in meiner Macht tun. Minecraft Stadt auch dein Zuhause ist. Ich hoffe, du bist zurückgekommen. Leute, nein. Oh, signieren. Buchtitel eingeben. Versprechen. Leute, dieses Buch werden wir Candy geben. Und ich hoffe, dass er es einsieht, dass ich auch das Beste für alle will. Schreibt mir gerne in die Kommentare, würdet auch ihr mich wählen, Leute. Ansonsten, das war's gewesen mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Amir. Ciao.